Und am Wort Dagmar Belakovic, die Sprecherin für Arbeit und Soziales der FPÖ. Das könnten Sie auch anerkennen, denn wir haben sehr oft darüber gesprochen, da geht es schon um Scheinfirmen, die da herausgeholt werden sollten. Hat übrigens schon ein Vorsozialminister angekündigt, er wird sich dem annehmen, der ist jetzt nicht mehr. Aber das ist etwas, das müssen Sie jetzt auch nicht negativ darstellen. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann vieles nachvollziehen an Kritik, das ist auch Aufgabe der Opposition, dass man Kritik übt. Ich kann schon nachvollziehen, dass Sie nicht zustimmen. Ich war lang genug Oppositionspolitikerin und man findet immer irgendetwas, was einem in einem Gesetz nicht gefällt. Das ist auch ganz normal. Aber das, was Sie als SPÖ hier heute abgegeben haben, das war schon ein bisschen eigenartiges Bild. Nämlich das Bild, die Führungsspitze der SPÖ, ein Herr Kern, irgendwo gekommen, wieder weg, ein Herr Schieder, jetzt die Frau Renny Wagner. Entschuldigen, Sie sind doch keine Arbeitnehmervertreter. Das würden Sie, die haben doch in Ihrem ganzen Leben noch keinen Schraubenzieher oder eine Schaufel in der Hand gehabt. Und sich dann hierher zu stellen und zu glauben, sie spielen jetzt die großen Arbeitervertreter und Arbeitskämpfer, das ist einfach auch nicht ehrlich und das ist auch nicht authentisch rübergekommen. Im Übrigen auch bei Ihnen, Herr Kollege Leichtfried, das, was Sie heute aufgeführt haben, Sie sind normalerweise ein eher sachlicher Redner, heute haben Sie sich als Schauspieler hier generiert, das war auch nicht authentisch und daher auch nicht glaubwürdig und daher kommt es auch beim Fernsehzuseher so nicht an, wie Sie das gerne hätten. Aber meinen Sie, dass ich nicht authentisch bin? Gut. Dieses Kollege Schieder, Sie haben ein großes Problem. Sie sind in Wien nicht Bürgermeister geworden. Sie sind nicht mehr in einer Regierungsverantwortung. Sie sitzen hier, haben überhaupt keine Ahnung, was Sie hier machen sollen, fallen nur auf durch dumme Zwischenrufe. Und dann glauben Sie, Sie sind glaubwürdig als Arbeitnehmervertreter. Sie gar nicht. Sie sind der Letzte, der hier eine Glaubwürdigkeit hat. Und wenn man sich die Diskussion und die Debatte anhört, dann muss ich schon etwas einmal sagen. Lieber Kollege Muchic, ich weiß, dass du den Kampf für die Arbeitnehmer ehrlich meinst, aber wenn du heute hier heraus stehst und sagst, das Symbol für harte Arbeit sind die Pflastersteine, dann sage ich dir, Pflastersteine in Verbindung noch dazu mit der Grablaterne, mit dem Grablicht, die sind für mich ganz ein anderes Symbol. Das sind nämlich das Symbol für irgendwelche Rabauken, die sie schmeißen und werfen. Und das haben wir in Wien mit der SJ schon sehr häufig erlebt. Und da wäre es schon gut, dass man sich auch distanziert von solchen Aktionen. Und das habe ich heute hier von niemandem gehört, sondern es ist immer nur versucht worden, das Ganze zu relativieren und zu verteidigen. So, und jetzt zum eigentlichen Gesetzestext. Es mag ja richtig sein, dass das, was Sie gesagt haben im ersten Entwurf oder im ursprünglichen Antrag, der hier eingebracht worden ist, vieles sehr schlecht formuliert war oder ungenau formuliert war. Aber, und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Schieder, weil das ist nämlich genau diese Art von Politik. Sie sagen, ja, das, was da einbracht worden ist, da steht dieses, jenes drinnen. Im Wissen, dass es hier einen Abänderungsantrag gibt, im Wissen, dass in diesem Abänderungsantrag die Freiwilligkeit erstmals garantiert wird. Was heißt, stimmt nicht. Haben Sie es nicht gelesen, wollen Sie es nicht lesen oder können Sie es nicht lesen? Jetzt outen Sie sich einmal, warum Sie das permanent behaupten. Es wird ja wohl einen Grund geben, warum Sie das behaupten. Oder wollen Sie absichtlich die Menschen in die Irre führen? Das ist dann nämlich auch böswillig, was Sie dann hier machen würden. Also lesen Sie es durch. Da steht ganz genau drinnen die Freiwilligkeit. Übrigens hat es der Kollege Wöginger sogar vorgelesen. Sie hätten nur zuhören müssen, wenn Sie sich schwer tun mit dem Lesen. Es ist die Freiwilligkeit gegeben. Es ist der 8-Stunden-Tag, der Regelstundentag. Jede Überstunde muss bezahlt werden mit Zuschlägen. Steht im Gesetz drinnen. Ohne Freiwilligkeit und ohne Zuschläge gibt es mal gar nichts. Was Sie ja machen, 60-Stunden-Woche, wer soll Ihnen das überhaupt glauben? Das ist ja sogar im Widerspruch zu einer EU-Zeitrichtlinie, Arbeitszeitrichtlinie. Also da frage ich mich ja schon, glauben Sie das selber, was Sie hier verbreiten? Glauben Sie das wirklich? Also das ist ja alles Blödsinn. Da gleich im ersten Paragraph steht drin, die wöchentliche Arbeitszeit bleibt bei 8 Stunden, die Wochenarbeitszeit bei 40 Stunden, nicht mehr und nicht weniger. Und das sollen alle Seher vor den Bildschirmen auch wissen. Das ist die reguläre Arbeitszeit, die bleibt. Jeder, der mehr arbeitet in der Woche, der bekommt das als Überstunden ausbezahlt, wenn er es möchte oder im Zeitausgleich. Und das ist auch erstmals
dass die Arbeitnehmer hier das Recht haben, sich auszusuchen, will ich das Geld haben oder will ich die Freizeit haben. Und insgesamt ist es damit eine Verbesserung auch für die Arbeitnehmer. Und hören Sie auf, Gespenster an die Wand zu malen, das glaubt Ihnen keiner mehr. Die Kritik der SPÖ sei weder authentisch noch glaubwürdig, sagt Dagmar Belakovic von der FPÖ. Auch sie betont die Freiwilligkeitsgarantie für den Arbeitnehmer. Die SPÖ male Gespenster an die Wand.